Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Silver Surfer. Es ist April und der macht natürlich bekanntlich, was er will. Wir nicht, wir schauen weiter drauf auf die Probleme oder auch die schönen Dinge, die Senioren so umtreibt. Wir hatten in unserer letzten Sendung ganz exzessiv über Armut berichtet oder versucht, es zu definieren. Das hat sich auch der Landesseniorenbeirat gedacht und zu einer Fachtagung ins Käthe-Tresen-Reuter-Haus eingeladen. Wir waren mit dabei. Am 9.3.2016 lud der Landesseniorenbeirat Berlin zur Fachtagung mit dem Titel Armut im Alter im Spiegel der Leitlinien der Berliner Seniorenpolitik. Ein sperriger Titel, aber vielleicht auch deshalb von außerordentlicher Wichtigkeit und enormen sozialen Konfliktpotenzials ins Käthe-Tresen-Treuter-Haus in der Humboldtstraße nähe Hallensee. Zugegen waren auch etliche Mitarbeiter der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales, Frau Karin Mittelstädt sowie der Referatsleiter der Abteilung Soziales, Herr Wolfgang Pape-Wunnenberg. Herr Markus Runge vom Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V., um nur einige zu nennen. Naja, dass wir in Berlin eine ganze Reihe von Menschen haben, die im Rahmen der relativen Armut sozusagen so wenig Einkommen haben, ja, dass wir davon ausgehen, dass die Zahl ja steigt. Die momentane Ausgangslage wurde von der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales in Person von Frau Karin Mittelstädt den Tagenden auf Basis des jüngsten Sozialberichts für Berlin und Brandenburg näher erläutert. Demnach sind die Senioren in Berlin mit 6,7% Armutsrisiko im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, welche ein Armutsrisiko von 14,1% zurzeit trägt, weniger betroffen. Auch gegenüber anderen Risikogruppen wie Migranten, Alleinerziehenden, Erwerbslosen und so weiter. Wir wissen, dass die jetzt 50- bis 65-Jährigen ja oft Abbrüche in ihren Biografien haben und in ihrer Einkommenssituation letztendlich benachteiligt sind. Zum Beispiel stieg die Anzahl der Bezieher von Grundsicherung von 28.585 im Jahre 2008 auf 39.048 im Jahre 2014. Während die über 65-Jährigen mit 6,7% noch ganz gut dastehen, ist bei den 50- bis 65-Jährigen eine Verdopplung der Armutsrisikoquote zu verzeichnen auf 13,2%. Armut hat mit ihren Ausprägungen und den damit verbundenen Lebensumständen Auswirkungen auf die Gesundheit. Aber nicht nur. Armut macht einsam und hier gilt es, Konzepte zu entwickeln und vor allem auch umzusetzen, wie Markus Runge vom Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. in seinem Referat ausführte. Ja, der Bezirk kann natürlich mit den Organisationen und Netzwerken vor Ort viel stärker in die Entwicklung von Angeboten gehen, die kostenlos sind und damit tatsächlich Teilhabe ermöglichen und in die Förderung von Nachbarschaften, über die ältere Menschen aufgefangen werden. Also jenseits von Verbesserung der Renten und zusätzlichem Geld kann, glaube ich, ganz viel auf Nachbarschaftsebene getan werden, um im Tagtäglichen das Leben der Menschen zu erleichtern und ihnen Zugänge zu ermöglichen zu anderen, zu verschiedenen Generationen, aber auch zu kostenlosen Angeboten. Das Fazit der Fachtagung? Die jetzige Rentnergeneration ist noch nicht in dem Maße wie zukünftige Generationen von Altersarmut betroffen, obwohl es sicher eine gewisse verdeckte Armut geben mag. Armut ist nicht nur eine monetäre Frage und darf gesellschaftlich auf keinen Fall schleichend akzeptiert werden. So, aber wenn ich mir sozusagen die einzelnen Menschen angucke, die sagen, ich möchte eben nicht Grundsicherung beantragen, sondern ich würde gern noch arbeiten gehen und was zuverdienen, dann kann ich die ernst nehmen in ihrem Anspruch oder in ihrem Wunsch und kann sie auch verstehen, dass die Rahmenbedingungen gesellschaftlich eigentlich eine absolute Schieflage haben. Das wird daran auch deutlich. Jeder, der schon mal gepflegt hat, sei es nun seine Kinder, weil die krank waren, oder eben auch seine Eltern, weil sie eben alt wurden und vielleicht nicht mehr so mobil oder auch wirklich ernsthaft krank, weiß, wie anstrengend das ist. Wussten Sie eigentlich, dass 71% der Pflegeleistungen hier in der Bundesrepublik Deutschland, und wir sprechen da von einem pekuniären Betrag, der in die Milliarden geht, von den Haushalten, also das heißt im privaten Bereich, erbracht wird?
Und davon sind 2/3 Frauen. Und da gibt es natürlich jetzt Initiativen, die die Stellung der Pflegenden einfach verbessern möchte. Irgendwann werden die meisten Menschen sich direkt oder indirekt mit dem Thema Pflege auseinandersetzen müssen. Sei es, dass sie selbst zum Pflegefall werden oder dass sie Angehörige pflegen müssen, in der Regel die Eltern. Jeder, der schon einmal in der Situation des Pflegenden war, weiß, dass diese Pflicht, welche man als Designer annimmt, in vielerlei Hinsicht enormes Konfliktpotenzial birgt. Mögen die Anlässe noch so banal auf den Außenstehenden wirken. Und das selber nachfühlen zu können, können eigentlich nur Menschen, die selber pflegen oder Angehörige haben, ob das nur Partner sind oder Eltern, und Frau Tampar, weil sie die Situation kennt, aber mir würde eigentlich kein Freund, Freundin, Bekannte einfallen, wo ich, wenn man so will, das Herz ausschütten könnte über diese Sache, die Julia sagt, das ist so Kleinigkeit, so ein Quatsch. Ja? Das ist natürlich, wenn man das von außen betrachtet und nach ein paar Tagen später ist es mehr oder weniger eine Kleinigkeit. Und trotzdem ist es in dem Moment richtig schwierig. Aber wohin kann ein durch die Pflegeverantwortung in der Regel zunehmend isolierter und in der Regel auch gesellschaftlich zumeist nicht wertgeschätzter pflegender Angehöriger sich wenden? In Berlin gibt es schon seit über 15 Jahren die Beratungsstelle des Trägers Diakonisches Werk Berlin Mitte e.V. Pflege in Not in der Bergmannstraße in Kreuzberg. Es ist grundsätzlich, muss man davon ausgehen, dass ein pflegender Angehöriger, und da fasse ich jetzt Freunde und Nachbarn mit dazu, ein pflegender Angehöriger natürlich immer guten Willen hat. Es ist meist, ich sag mal, eine sehr menschliche Regung, die einen dazu bringt, einen Angehörigen zu pflegen. Häufig ist es aber so, dass man nicht abschätzen kann, wie lange so eine Pflegesituation dauert. Oder man unterschätzt oft auch, dass die Pflege mit der Zeit immer intensiver wird. Der oder diejenige, die pflegen, müssen sich darüber im Klaren sein, dass der Zeitraum nicht überschaubar oder gar bestimmbar ist. Was in der Summe der Belastungen trotz einiger richtiger ersten, auch gesetzlich fixierten Schritte zur Unterstützung Pflegender zu Konflikten bis hin zu Aggressionen in der Situation führen kann. Das heißt, Pflege zu Hause bedeutet ja, die Familien pflegen hinter verschlossenen Türen. Und es geht bei Pflege zu Hause nicht um Wochen und Monate, sondern um Jahre und Jahrzehnte. Und da kann es sein, dass selbst trotz guter Absichten die pflegenden Angehörigen an ihre Grenzen stoßen, dass sie merken, sie werden laut, sie werden ungerecht, sie entwerten, sie schimpfen. Bis hin zu Handgreiflichkeiten kann es kommen. Und da ist Pflege in Not wichtig. Das heißt, man braucht auch mal eine neutrale Stelle, wo man hingehen kann, wo man über alles das reden kann, was man sonst vielleicht gedanklich alleine mit sich sonst abmacht. Das heißt, es kann hier auch offen über aggressive Gedanken, über aggressive Handlungen gesprochen werden, ohne dass es hier bewertet wird. Natürlich gibt es die professionellen Pflegedienste oder die Unterbringung des Pflegefalls in ein entsprechendes Heim. Und gefühlt hält die Gesellschaft das für den Normalfall, aber weit gefehlt. Über 70% aller Pflegeleistungen, welche in der Bundesrepublik Deutschland erbracht werden, werden in den Familien erbracht. Pflegende Angehörige sind die wichtigsten Leistungsträger der Pflege. Den Betroffenen eine Stimme geben will die Initiative Wir Pflegen, welche sich Anfang März im Haus der Demokratie in Berlin traf. Das ist, glaube ich, ein Kernbereich auch von Wir Pflegen, dass wir versuchen, die Bedürfnisse und Interessen der pflegenden Angehörigen, auch der Erfahrungen von ehemals pflegenden Angehörigen zu bündeln und zu sagen, hier muss was getan werden, wenn ihr dieses Potenzial erhalten wollt. Denn sonst werden die Pflegebedürftigen irgendwann krank und da hat keiner was von. Die wohlmeinende Pflege kann zu Isolation, Verarmung und langfristig unter Umständen zur Altersarmut führen. Die Vereinbarkeit von Pflege und Erwerbsarbeit ist heutzutage wohl nur ein schöner Gedanke. Unter www.wir-pflegen.net können Sie mehr Informationen abrufen. Tja, und nach der Werbung geht es weiter.